Frauen, die vor häuslicher Gewalt Schutz suchen in einem Frauenhaus oder in einer Zufluchtswohnung, müssen abgewiesen werden. Entweder, weil kein Bett mehr frei ist, weil das Frauenhaus nicht barrierefrei ist oder die Übernahme der Kosten nicht geklärt ist. Pro Jahr werden mindestens 9.000 Frauen in Deutschland, die Schutz suchen in einem Frauenhaus oder in einer Zufluchtswohnung, abgewiesen. Mein Name ist Maja Wegener, ich bin die Fachbereichsleiterin von Terre des Femmes, einer gemeinnützigen Menschenrechtsorganisation für Frauen. Wir treten dafür ein, dass Mädchen und Frauen weltweit gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei leben können. Die heutige Aktion hier vor dem Brandenburger Tor findet im Rahmen des Internationalen Tages Nein zu Gewalt an Frauen statt. Jedes Jahr am 25. November machen Terre des Femmes und viele Unterstützerinnen und Unterstützer zum einen durch die Hissung unserer Fahne frei leben ohne Gewalt und mit vielen bundesweiten und weltweiten Aktionen und Veranstaltungen auf Menschenrechtsverletzungen an Mädchen und Frauen aufmerksam. Die eindrucksvolle Performance, die Sie eben gesehen haben, schließt dann unser diesjähriges Schwerpunktthema Tür auf, Schutzräume für alle von Gewalt betroffenen Frauen an. Den Bedarf an ausreichenden Schutzunterkünften für Frauen in Deutschland machten die neuesten, vor 3 Tagen veröffentlichten Zahlen des Bundeskriminalamts deutlich. Über 100.000 Frauen, weit über 100.000 Frauen, sind alleine im letzten Jahr von Partnerschaftsgewalt betroffen gewesen. Fast täglich wird nach diesen neuesten Erhebungen des Bundeskriminalamtes in Deutschland eine Frau Opfer von Mord oder Totschlag durch Partnerschaftsgewalt. Und das ist nur die Hellziffer. Ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt. Egal wo und in welcher Form sie geschieht, Gewalt an Frauen ist absolut inakzeptabel. Terre des Femmes fordert daher, dass Deutschland seinen Verpflichtungen, Frauen vor Gewalt zu schützen, stärker nachkommt. Der Europarat empfiehlt einen Frauenhausplatz pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Keines der 16 deutschen Bundesländer erreicht diese Quote. In Deutschland gibt es knapp 400 Frauenhäuser und Zufluchtswohnungen für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Doch eine pauschale Finanzierung und ausreichende personelle und materielle Ausstattung gibt es bisher nicht. Viele der Häuser sind zudem nicht barrierefrei und es fehlen Spezialisierungen im Umgang mit verschiedenen Gewaltformen, wie zum Beispiel Betroffene von Zwangsheirat, weiblicher Genitalverstümmelung oder Menschenhandel. Ein weiteres großes Problem ist die Kostenübernahme. Jährlich müssen daher Tausende von Frauen abgewiesen werden. Für jede von ihnen aber muss es eine sichere Zuflucht geben, unabhängig von ihrem Einkommen, Aufenthaltsstatus oder Sprachkenntnissen. Machen Sie sich mit uns, machen Sie sich zusammen mit Terre des Femmes stark für Gleichberechtigung, für Freiheit und Selbstbestimmung und für ein Leben frei von Gewalt. Kommen Sie gern mit uns, mit Ingrid Steele, unserem Vorstand, mit Birgit Rohlis, der zuständigen Referentin für häusliche und sexualisierte Gewalt, ins Gespräch. Informieren Sie sich an unserem Infostand oder online unter frauenrechte.de. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.